Diese drei Jungs tüfteln an einem Problem. Denn eigentlich wollen sie ein Eis von McDonald's. Doch im Gebäude ist ihnen die Schlange zu lang. Da bleibt nur der Weg außen herum, durch den McDrive. Mit ihren Fahrrädern kommen die 15- und 16-Jährigen da allerdings nicht rein. Ihre Lösung? Vier Tage lang basteln Fabian, Pascal und Dominik an ihrem Auto. Die Ausstattung kann sich sehen lassen. Also innen drin haben wir halt Getränke für die Colaflaschen oder zumindest die Becher gebaut. Eine Hupe haben wir noch eingebaut, Teebeutel als Duftbar. Ja, Armaturenbrett mit Lenkrad und so. Ein Tisch noch einen kleinen für Handy und so Musik haben. Nach den letzten Handgriffen geht's los auf den beschwerlichen Weg. 7 Kilometer bis zum McDonald's in Laupheim. Natürlich zu Fuß. Für die Jungs lohnt sich der Weg. Der Spaß beim Reinlaufen, wie die Leute gucken. Viel Gehupe, Gelache und Fotografieren. Meistens Videos. Die Reaktion von den Leuten, das war, was immer wieder angetrieben hat. Der Spaß war da beim Laufen und auch beim McDonald's. Wir haben unser erster Kit, was wir wollten. Am Ziel angekommen, Begeisterung bei den Zuschauern und Eis umsonst. Denn auch die Mitarbeiter der Filiale sind vom Einsatz der Jungs beeindruckt. Weil man es einfach, glaube ich, nicht mehr gewöhnt ist, dass sich Kinder oder Jugendliche wirklich so viel Mühe machen, um das dann auch durchzuziehen. Ja? Also die Moral zu besitzen, zu sagen, ich baue mir jetzt eine Woche ein Auto, marschiere dann 2 Stunden hin zu McDonald's und so, fand ich schon beeindruckend, ja. Auch die Jungs sind stolz auf ihre Leistung. Man kann es so sagen, das kann man nicht so beschreiben, das ist einfach unwahrscheinlich. So sag ich das jetzt. Und für euch? Ich find's einfach nur cool, das Auto. Erfolgsgefühl, also, weil das macht nicht jeder und der lange Weg war, ja, schon witzig. Nochmal einsetzen wollen die drei ihr Macmobil allerdings nicht. Das muss nun wohl das trostlose Dasein eines Garagenwagens führen.